Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von 54 TV hier aus dem Trierer Moselstadion. Und hinter mir, Sie sehen es vielleicht, da macht sich die Mannschaft von Eintracht Trier warm. Das ist auch bitter nötig, denn gleich geht es gegen den Rivalen aus dem Saarland, gegen den FC Homburg. Zweimal, da musste diese Partie schon abgesagt werden, aller guten Dinge, also 23. April 2013, Dienstagabend. Endlich kann diese Partie in der Regionalliga Südwest stattfinden. So viel zur 3, zur 4 fällt mir spontan ein. 400 Minuten knapp ist SVE-Torhüter Andreas Lengsfeld schon ohne Gegentor. Das für mich, finde ich, eine sehr beeindruckende Leistung. Und die 5, ja. 5 Spiele, sowohl die Gäste aus dem Saarland als auch die Eintracht ohne Niederlage hintereinander. Das auch eine schöne Statistik. Und die 5 nochmal. 5 Tore gab es in der vergangenen Partie am letzten Wochenende der Eintracht gegen den FC Bayern. Alzenau, doppelter Torschütze, war dabei Fats Kuduzovic und der Chefcoach der Eintracht, Roland Seitz. Er ließ vor der Partie bekannt werden, ja, vielleicht ist er heute mal wieder von Anfang an dabei. Und ich stelle mir natürlich die Frage, ist das der Fall? Schauen wir einfach mal rein in die Partie Eintracht Trier gegen den FC Homburg. Viel Spaß! Ja, und so ist es. Fats Kuduzovic von Beginn an dabei nach seinem Doppelpack am vergangenen Wochenende gegen den FC Bayern. Alzenau findet der Stürmer sich heute in der Startaufstellung der Eintracht wieder. SVE-Chefcoach Roland Seitz begründete diesen Schritt mit den Worten: Wenn immer die gleichen spielen, kann es sein, dass irgendwann die Spritzigkeit fehlt. Erdogan Yeseljurt allerdings der Leidtragende bzw. Nutznießer dieser Maßnahme, je nachdem, wie man das sehen möchte. Gegen die Saarländer setzt der Fußballlehrer aus der Oberpfalz auf die Dienste von Andreas Lengsfeld, Torge Hollmann, Fuad Brigasch, Christoph Anton, Alon Abelski, Steven Kröner, Fabian Zittlau, Maximilian Watzka, Marco Kurczala, Michael Dingels und halt, wie bereits erwähnt, auf Fats Kuduzovic. 4 Minuten gerade von der Uhr abgelaufen, da prüft Marco Kurczala Florian Hammel im Tor der Gäste. Der Mann im Kasten, der Saarländer, lässt den Ball in die Mitte abklatschen und dann Christoph Anton einfach einen Ticken schneller als sein Gegenspieler. Der Youngster, er vollstreckt aus kürzester Distanz zur frühen 1:0 Führung für den SVE. Klasse geschaltet in dieser Situation von der Nummer 8 im Trierer Dress. Zwischendurch wird es hier ein wenig ruhiger. Die Eintracht, sie kontrolliert das Spielgeschehen weitestgehend, allerdings verpasst sie es bislang hier auch, sich weitere zwingende Chancen zu erarbeiten. Und das gegen einen Gegner, dessen überraschende Verunsicherung bis zu den obersten Tribünenplätzen zu spüren ist. Bis zur 25. Minute gibt es aus diesem Grund nur noch einen delikaten Happen. Nach einem Einwurf zu Steven Kröner in die Spielfeldmitte macht dieser noch ein paar Schritte Richtung Hammel und zieht dann mir nicht dir nichts einfach mal ab. Wow, ganz knapp vorbei, aber was für ein Hammer auf das Tor des FCH. Einen schönen Beweis für die teilweise zu unkonzentrierten Offensivaktionen des SVE gibt es nach gut einer halben Stunde. Max Watzka erkämpft sich den Ball, läuft schön zentral Richtung gegnerisches Tor, macht damit den Weg frei für den über die linke Seite miteilenden Christoph Anton. Ja, allein am Pass zum SVE-Eigengewächs mangelt es in dieser Situation. Und nur eine Minute darauf. Christoph Anton, wieder der Ausgangspunkt dieser Angelegenheit. Anton gibt schön ab auf Marco Kurczala und dieser beweist Übersicht, gibt überragend weiter auf den freien Doppeltorschützen des vergangenen Spieltags, Fats Kuduzovic, doch dessen Schuss geht knapp am rechten Außenpfosten vorbei. Mensch, das hätte doch das beruhigende 2:0 sein können, ja vielleicht sogar sein müssen. Aber in der 37. Minute hat das Warten dann ein Ende. Zugegeben, die Abwehr der Gäste präsentiert sich hier im Trier-Mosel-Stadion zeitweise wie eine Schülertruppe und assistiert der Eintracht in mancher Situation nur allzu bereitwillig. Ein langer Ball findet den Weg zu Marco Kurczala, kein Abseits, doch der Winterneuzugang kann das Leder zunächst nicht richtig annehmen. Die Situation bleibt allerdings gefährlich und was macht denn bitte schön Josué Lioté da? Klare Angelegenheit, keine Diskussion, sieht im Übrigen auch der unparteiische Karl Wiatrek so, pfeift und zeigt zum Elfmeterpunkt. Dort tritt der Gefaulte selbst an und verwandelt eiskalt zum 2:0. Keine Chance für Florian Hammel bei diesem Strafstoß.
Bis zur Halbzeit brennt den Gästen aus dem Saarland hier jedoch nicht noch mehr Brei auf dem Herd an. Somit geht es für das Team von Roland Seitz mit einem beruhigenden 2-Tore-Vorsprung in die Kabinen. Den Mann um Kapitän Fuad Brigasch macht es heute richtig Spaß, bei der Arbeit zuzusehen. Eigentlich kann es genauso auch im zweiten Durchgang weitergehen, wenn überhaupt ein Wort der Kritik an dieser Stelle angebracht ist, dann wohl möglich lediglich bezüglich der Kaltschnäuzigkeit in puncto Chancenverwertung. Ansonsten können sich die 1278 Zuschauer hier heute im Trierer Moselstadion nicht über Entertainment beschweren. Und die zweite Halbzeit beginnt so, wie die alte beendet wurde. Wir schreiben die 52. Spielminute, ein Freistoß nach einem absichtlichen Handspiel von der rechten Strafraumseite wird durch Abelski kurz ausgeführt. Christoph Anton, der heute an vielen Aktionen beteiligt ist, läuft perfekt getimt in die Mitte, sein Schuss allerdings ein paar Meter zu hoch. Die Eintracht lässt es heute trotz einer Führung von 2 Toren nicht ruhig angehen. Arbeitet sich Gelegenheit um Gelegenheit, 65 Minuten bereits absolviert. Mittlerweile ist Erdogan Yeseljord für Christoph Anton in die Partie eingewechselt worden. Und dieser bekommt 3 Minuten nach dem Einsatzbeginn die Riesenchance auf das 3:0. Wird schön geschickt, zieht in die Mitte, lässt den ersten Gegenspieler wie eine Trainingsstange aussteigen, aber verpasst es dann, einen gefährlichen Abschluss als Visitenkarte abzugeben. Im direkten Gegenzug eine Offensivaktion der Gäste. Der eingewechselte Pascal Reinhardt prüft Längsfeld im Tor des SVE. Der Keeper im Gehäuse der Eintracht lässt den Ball abprallen. Die Situation nicht geklärt. Und dann ist es an Patrick Ribeiro, Pace für die Gäste in Grün-Weiß zum Anschluss zu treffen. So ist es halt im Fußball. Wenn man die Dinger vorne nicht macht, naja, den Rest kennen Sie ja auch so. Schade, Eintracht. So wird es hier noch einmal spannend. Und das hätte hier eigentlich niemand mehr angesichts des Schlafwagenfußballs der Gäste erwartet. Und die Eintracht macht es hier noch einmal richtig spannend, weil sie sich jetzt hier von den Gästen vollkommen einlullen lässt. Die jetzt auch urplötzlich, wie von der Tarantel gestochen, einen Sturmlauf nach dem anderen starten. Kommt es dann mal zu einer Kontergelegenheit für die Hausherren mit der Porta Nigra auf der Brust, dann werden diese bisweilen zumindest noch kläglich vor dem Tor vergeben. Kurz vor dem Schlusspfiff bringt sich dann Florian Hammel noch einmal prächtig selbst in die Bredouille. Übrigens nicht das erste Mal in dieser Partie. Allerdings kann der SVE daraus kein Kapital mehr in Form eines Tores schlagen. Wenige Sekunden darauf ist die Dienstagabendpartie Geschichte. Die Eintracht gewinnt mit 2:1 über den Rivalen von der Saar und sorgt am Ende doch noch einmal für einen hohen Blutdruck bei Cheftrainer Roland Seitz. Seine Worte, die Worte seines Gegenübers und weitere Interviews zur Begegnung finden Sie in unserem zweiten Beitrag. Wir melden uns am Samstag auch vom Betzenberg, auf dem der SVE auf die Zweitvertretung der Roten Teufel trifft. Bis dahin, eine schöne Woche, machen Sie es gut, auf Wiedersehen aus dem Moselstadion.